Hi Leute, sofort startet mein Video, aber bevor es losgeht, wollte ich euch nur wissen lassen, dass es einen Kerzen-Sale in meinem Shop gibt. Ein paar Leute haben sich beschwert, dass im Black Friday Sale nie die Kerzen drin sind. Das können wir uns nicht leisten, weil 20% sind ein bisschen viel bei dieser nachhaltigen Produktion. Aber wir haben jetzt ein bisschen kleineren Sale gemacht, also wer Bock hat, kann da mal gucken. Ach so, ja, und heute ist Sonntag, der 5.12. und bis heute Nacht um 12 gibt es noch den Jack und Sam Merch zu kaufen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video, ihr seid süß und klein, macht's gut. What's poppin', boys and girls? Hallo! Schön, dass ihr da seid zu meinem ersten Video, was so aussieht, als hätte ich mein Leben im Griff. Die letzten beiden Videos waren ja sehr ernst und ich liebe das ja auch, mit euch über so deepen Stuff zu reden. Aber manchmal fehlt es mir auch ein bisschen, ja, sowas hier zu machen. Genau. Und deswegen gibt es heute eine Folge. Ja, was wird das hier? Gute Frage. Eine Folge Kitchen Possible. Um kurz Kontext zu geben, vielleicht kennt ihr ja Kitchen Impossible. Das ist eine Sendung mit Tim Melzer, die extrem nice ist. Also, wenn ihr die nicht kennt, solltet ihr die definitiv abchecken. Tim Melzer und ein Rivale fliegen raus in die Welt und müssen dann nur anhand des Geschmacks irgendwie iranische, taiwanesische, italienische Rezepte und so nachkochen. Deswegen heißt es Kitchen Impossible. Aber letzten Winter habe ich Kitchen Possible geklaut. Also umgewandelt für Insta-Stories, als es mir mental wirklich richtig beschissen ging und meine Ernährung noch schlechter wurde, als sie es eh schon ist. So, auf meinem Speiseplan stehen ganz oben Transfette und Omega-6. Mein biologisches Alter ist irgendwo zwischen 80 und 90. Deswegen habe ich gedacht, ich mache mal wieder ein bisschen mehr Kitchen Possible. Ich brauche sozusagen euch hinter der Kamera, damit ich etwas länger lebe. Und deswegen koche ich in diesem Format, ob jetzt nun auf Instagram oder auf YouTube, einfache Gerichte, die innerhalb von 5 bis 10 Minuten auf dem Tisch stehen, wo aber nicht ganz so viel Scheiße drin ist wie vielleicht sonst. Vielleicht ein bisschen manchmal, weil wir wollen ja auch nicht zu viel Arbeit. Ich weiß nicht, wo ich es original gesehen habe, also zumindest die Inspiration dafür. Ich glaube, es war bei meiner Freundin Alex, Alex Advice. Die hat nämlich so ein Apfel-Zimt-Weihnachts- irgendwas gemacht. Aus dieser Inspiration heraus ist mein 5 Minuten Weihnachts-, Lieblings-, Winter-, Frühstück geworden. Für alle Menschen, die es hassen, in der Küche zu stehen und für alle Menschen, die einfach vielleicht morgens auch nicht viel Zeit haben oder keine Lust haben. Ja, also im Grunde genommen ist das der Kern der Sache. Ihr macht dieses Frühstück, wenn ihr keine Zeit oder keine Lust habt. Oder beides. So wie ich. Nein, stimmt, ich habe Zeit, ich habe nur keine Lust. Und dann sage ich, ich habe keine Zeit, weil ich was Besseres machen könnte mit der Zeit. Alles, was ihr für dieses Frühstück braucht, sind Haferflocken, eine Milch eurer Wahl. Ich habe hier Hafermilch, einen Apfel, Zimt. Ich habe sehr viel Zimt und ein Süßungsmittel eurer Wahl. Ich habe hier einen Erythrit-Stevia-Mix von No Sugar Sugar. Finde ich, ist nicht, also ist keine Werbung oder sowas. Ich kaufe das immer wieder selber nach, weil ich finde, dass das beste Süßungsmittel, beste zuckerfreie Süßungsmittel ist, was nicht den Darm zerschießt. Und dann braucht ihr noch einen Topf und einen Löffel. So, das allererste, was ihr macht, ist, ihr schneidet den Apfel. Ich schneide übrigens auch immer nur so drumherum. Ich mag das nicht kompliziert. Und dann schneide ich das einfach in Stücke. Ich hasse Schnibbeln so sehr, dass ich mittlerweile richtig, richtig gute Schnibbeltechniken herausgefunden habe, dass ich schnell fertig bin. Der Apfel ist einfach innerhalb von 20 Sekunden klein gewesen. Wenn ich mir manchmal angucke, wie andere Leute Paprika oder Äpfel schneiden, ne, da kommt mir der Stress hoch, weil ich denke, wieso tut ihr euch das an? Ihr seid so masochistisch. Das ist so kompliziert von der Mitte zu trennen. So, jetzt mache ich den Herd an und mache nur so ein Müh, ein Ticken Wasser rein. So, und dann macht ihr eure Äpfel da rein. So, dann stellt ihr den Herd richtig schön hoch, weil wir wollen hier nicht zu lange stehen. So, dann kommt Zimt rein. Fragt mich nicht, wie viel, ich habe keine Ahnung. Noch nie in meinem ganzen Leben habe ich mir Mengenangaben gemerkt. Und euer Süßungsmittel. Spätestens nach einer Minute sollte es in eurer Küche so richtig krass nach Weihnachtsmarkt riechen. Oh, riecht das geil. Und jetzt kann auch schon das Porridge drüber. Ich mache jetzt für eine Person und dann mache ich immer 4 Esslöffel. Und dann kommt die Hafermilch drauf. So, dass es euch ein Tucken zu flüssig ist. Und dann lasst ihr es aufkochen. Mhm.
Kann man sich von Zimt vergiften? Die Apfelstücke sind perfekt. So, wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt natürlich noch Erdnuss, Mandel oder Cashewmus drunter rühren. Das schmeckt sehr, sehr lecker. Ich kann im Moment aus gesundheitlichen Gründen keine Nüsse essen. Ja, und dann seid ihr ready to go. Es wirkte jetzt so unspektakulär und ich habe das Gefühl, Jocko, das ist so simpel, das kannst du nicht mit der Welt teilen. Aber das ist ja das Konzept von diesem Format. Übrigens, Porridge muss man nicht unbedingt nur zum Frühstück essen, das könnt ihr auch abends essen. Das sind komplexe Kohlenhydrate, die sind perfekt fürs Abendbrot. Das heißt, wenn ihr mal Bock auf ein süßes Abendbrot habt, könnt ihr das auch machen und einfach schön mit einem Tee abendlich zur weihnachtlichen Stimmung auch das essen. Das ist sehr gesund. Macht euch einen schönen Dezember, macht es euch nicht schwer, macht es euch leicht oder macht es so, euch so leicht oder schwer, wie es sich für euch richtig anfühlt. Gönnt euch zwischendurch ein Weihnachtsporridge oder auch ein Käsebrot, macht eine Zimtstange drauf. Das macht das nicht, macht das auf gar keinen Fall und gönnt euch was Gutes. Egal, wie das auch bei euch aussehen mag, es sieht bei jedem von uns anders aus. Danke für eure Aufmerksamkeit. Es war schön. Auch, das war mein Herd. Jesus Christus. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Au revoir.